Okay, geschafft, geschafft, geschafft. Weiter geht's. Ich hoffe, du schaffst es nicht, Rin. Ich sag dir ganz im Ernst. Wow. Ich gehe gerade Sorgen auf dich. Seht ihr mal. Wie fies? Nein! Ja! Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen bei Zock mit mir! Baby. Ach, was heißt Baby Claudio? Claudio hier mit? René! Hallo! Du kannst ja währenddessen erklären, was wir machen, René. Ja, wir spielen wieder Road Rage Runner, so heißt das doch, oder? Rage Runner heißt das, René. Rage Runner, okay. Aber wir spielen das auf jeden Fall wieder, denn euch hat das ziemlich gut gefallen. Und dann spielen wir das natürlich auch wieder. Und uns hat es definitiv auch gefallen, das zu spielen. Und dann ist ja natürlich eine ganz klare Sache, dass wir jetzt den nächsten Anlauf unternehmen, das hier zu gewinnen. Was ja beim letzten Mal noch nicht so gut geklappt hat. Und René, das Ganze haben wir, das spielen wir natürlich nicht nur so, sondern wir haben das Ganze mit einer coolen Challenge verknüpft. Und zwar dürfen wir nicht schreien, René. Genau. Das, also das heißt, ja, hat bisher noch geklappt. Aber mal schauen, wie das klappt, wenn wir gleich erstmal ein bisschen weiter sind. Oh, ich bin direkt hinter dir. Die Stage ist so ähnlich wie bei der letzten, oder? Oder irre ich mich? Ja, ist so ähnlich, aber schon ein bisschen anders. Genau, jetzt, ja, jetzt ist anders. Jetzt anders. Also wenn ich jetzt sehe, wie du dagegen springst, dann schreie ich aber vor Lachen. Also, genau. Dann habe ich die Challenge auf jeden Fall schon verloren. Oh, okay, jetzt muss ich da reinspringen. Oh, oh, oh. Oh, ich bin runtergefallen. Ach, ich bin aus Versehen runtergefallen. Kann jemand aber Checkpoints kaufen? René, kannst du Checkpoints kaufen? Aber, nö, ich brauche keine. Ich fühle mich trotzdem gerade ziemlich gut. Ich brauche einfach keine. René, wie viel hast du? Der Kontrollpunkt kostet 450. Wie viel hast du? Ich habe 185. Da sind keine Checkpoints drin. Ich habe 180. Läuft aber. Nein, nein! Das war ja kein. Ey, du hast geschrien! Das war noch kein Schrei. René! Ich habe gerufen. Du darfst nicht schreien. Das war noch kein Schrei. Jetzt flüstert er. Ey. Siehst du, ich bin ganz leise. Ich würde sagen, die Zuschauer dürfen entscheiden. Hat René schon nach 1 Minute und 50 Sekunden die Challenge verloren? Sag bitte nein. Bitte. Sag bitte, ja. Ich habe gerufen. Also, alle bitte schreiben, Hashtag René hat nur gerufen. Alles gut, René, wir können ja nach Punkten spielen. Also sprich jetzt, ich führe jetzt einfach mit einem Punkt. Was? Ja, du hast geschrien. Nein. Nein. Aber gut, sei es dir verziehen, komm, ich bin da nicht so genau. René hat nichts gemacht. Och Mann, René. Oh, ich glaube, das war aber schon ganz schön laut, wie du das ja, Och das war aber, gesagt hast. Nee, ich habe mich über dich beschwert. Also das, ich glaube, das war ein ganz klarer Schrei. Naja, nicht wirklich. Also meine Ohren, die taten schon ein bisschen weh, so laut war das. Jetzt hör doch auf, René. So, ich bin hier. Was war das? Ich glaube. Ich habe nur geatmet. Und wie weit kamst du denn schon, René? Bis zu welcher Ebene? Ich bin jetzt auf der schwarzen Ebene. Ja, das sehe ich ja, wo du bist. Ich meine, wo du gerade warst. Ich bin gerade auch bei der schwarzen Ebene, glaube ich, rausgeflogen. Zu pinken bin okay, ich, glaube ich, cool. Oder zu der hautfarbenen. Bin ich noch nicht gekommen, aber da bin ich jetzt gleich. Es ist aber auf jeden Fall schon etwas einfacher, wenn wir nicht so wie beim letzten Mal die W-Taste-Challenge machen. Weil manchmal ist das schon ganz praktisch, wenn man anhalten kann. Och nee! So, jetzt sind wir auf der pink hautfarbenen Ebene. Das heißt, dass wir schon ziemlich gut dabei sind. Also wenn wir das jetzt direkt schaffen, dann schrei ich definitiv, aber vor Glück. Wie läuft's bei dir so? Ich bin auf der schwarzen Ebene. Oh, du bist ja auch schon auf der schwarzen. Boah, aber ich bin richtig schlecht, René. Oh, das wird jetzt. Schaffst du es zeitlich? Ich meine, es wurde 2 Minuten nach vorne gekommen. Also. Nein, René. Du bist nicht bei der grünen Ebene runtergefallen, oder? Oh, es wurden. Sie ja, hat alle runtergefallen, René. Bin ich. Ey, aber das war aber auch wirklich. Das hast du jetzt was nicht gesehen, aber das haben die Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen. Das war aber auch wirklich sehr, sehr fies. Also, das wirst du jetzt gleich natürlich nicht sehen, weil du natürlich schon vorher rausfliegst, aber das war schon echt hart. Warum hast du Auge gemacht, René? Ich bin wirklich rausgefallen. Ja, gut. Baby Claudio. So, warten wir jetzt, bis die nächste Ebene beginnt. Ich würde es noch gerade einmal kurz versuchen. Vielleicht, wenn wir uns jetzt richtig ranhalten, dann schaffe ich es ja vielleicht noch. Aber wird auf jeden Fall eine knappe Sache. Das sind jetzt noch 1,5 Minuten und die Zeit mal 2, also 45 Sekunden. Ja. Ja, das wird nichts. Okay, weiter geht's. Es geht jetzt weiter. Oh. Ey, die Leute bleiben aber auch nicht stehen. Ich glaube, die machen die ja. Sprint-Taste nicht loslassen. Also aber die W-Taste. Jetzt gerade funktioniert das auch ganz gut. Nein, das klappt nicht gut, René. Immer wenn du sprichst
Von wegen, dass es gut klappt, da fliege ich runter. Ja, und vor allem hast du geschrien. Ja, ich habe nur geschrien, weil du geschrien hast. Ja, okay. Nee, ich habe nicht geschrien. Ich würde sagen, es steht 1-1. Ich würde sagen, es steht 1-0. Ja. Ja, wieso 1-0? Für mich. Ich bin wieder runtergefallen. Das war kein Aufregen, René. Ich habe nur... Das war, glaube ich, auch ein Schrei. Also steht es dann... René, zwei, nein, da steht nicht. 2-1. Nein, steht es nicht. Ich bin einfach nur zu nah am Mikrofon. Das war kein Schreien. Ich glaube, das Mikrofon ist sehr weit weg bei dir, aber der Schrei war einfach so laut und das haben auch alle gehört. René. Das muss ich mir auf deiner Facecam nochmal anschauen. Ja, schau es dir an, aber das, ich würde sagen, das war kein Schreien, René. Nee, war es nicht. Es tut mir leid. Ich bin da schon ehrlich. Ich finde, da steht 1-1 oder 2-1 für dich, also eins von beiden. René, warum bist du denn so gut in dem Modus? Tja, das wundert dich noch. Ja, wo muss ich hin? Nee, mich wundert es nicht, aber... Okay, geschafft. Weiter geht's. Ich hoffe, du schaffst es nicht, René. Ich sag dir ganz im Ernst. Boah, ich gehe gerade so auf dich. Seht ihr mal... Wie fies... Nein! Ja! Ja! Das war ein Schrei auch. Es steht jetzt 2-2, würde ich sagen. Hä, was René, du brauchst nichts dazu tun. Ich hab's gehört, nur... ich hab diesen... Nein, du erinnerst dich gerade falsch. Ich habe einfach nur Nein gesagt. Nein, René. Ja, hast du? Ich meine, ja, hast du? Aber René, steht 2-2. Okay. Hä? Hä? Wie komme ich denn... Ich soll da durchspringen, aber wie komme ich denn nach vorne? Also jetzt bin ich verwirrt. Vor allem auch, dass ich nicht mal bis zur zweiten Ebene gekommen bin, René. Das ist auch lustig, oder? Ja. Läuft bei mir gerade aber auch genauso gut, aber... Ah, runtergefallen. So, jetzt schaffen wir es aber. Bis zu welcher Ebene kamst du, René? Also welche Farbe? Bis hellblau. Hellblau. Da hat es aber auch jemand schon geschafft, ne? Ich glaube sogar First Try. Ja, eine Person hat es gerade auf jeden Fall geschafft. Und jetzt wird wieder die Zeit verdoppelt. Und aber es wurden Checkpoints gekauft. Cool, das sieht Checkpoints man natürlich cool. Immer gerne. Vor allem die Checkpoints sind immer in der Farbe, richtig? Ja. Also jede Farbe hat einen eigenen Checkpoint. Das ist dann schon sehr, sehr viel wert auf jeden Fall. Und wir haben immer noch, auch wenn die Zeit verdoppelt wurde, immer noch ein bisschen Zeit. Also... Ranhalten, würde ich sagen. Ranhalten. Oder? 2 Minuten haben wir dann jetzt ungefähr. Das heißt, es ist auf jeden Fall drin. Aber es ist immer noch ein weiter Weg auf jeden Fall. Ey, das ist unfair. So. Ich muss echt sagen, du bist in dem Modus echt gut trainiert. Du bist ein richtiger Schwitzer. Danke, das höre ich gerne. Ja. So, aber das wird jetzt trotzdem knapp. Ich bin jetzt gerade mal bei der Hälfte und 1,5 Minuten haben wir noch, wenn man jetzt die Zeit rausrechnet. Oh. Okay, das hat noch geklappt. So, jetzt geht's relativ schnell. Das ist schon mal gut, weil ich darf jetzt echt keine Zeit verlieren. So, und jetzt wird's wieder schwierig. Die hellblaue Ebene, die ist echt... Was soll ich denn sagen? Okay, du hast nicht geschrien. Das war Respekt. Genau, war nicht geschrien. Nee, war es auch nicht. Ich hab's ja nicht gehört. Also, da ist doch jemand fertig. Wieso wird jetzt die Zeit mal viel gerechnet, ja, Leute? Mach doch nicht sowas. Ja, du machst es nicht. Ja, ehrlich, weil... Weil das wird jetzt... Eieieiei. Wie schnell... Schade. Aber ich muss eins sagen, René, guck mal, ich bin bei der roten Ebene immerhin angekommen noch. Gegen Ende. Ich glaube, ich brauche einfach... Es gibt 1-2... Stages, bei denen bin ich richtig schlecht, würde ich sagen. Aber dann wiederum geht's ja wieder. Ey, ich hätte sogar geschafft, aber dann lässt man sich auch so ehrlich? Von der Zeit unter Druck setzen. Ja. Und fällt halt deshalb nach unten. Ah, okay. Naja, das klappt jetzt natürlich wieder hervorragend. Ja. Ach, das ist schon die neue Stage. Ja, genau, das ist die neue Karte. Boah, René, wir brauchen 400 Bucks oder so. Weil ich will unbedingt diese Checkpoints kochen, weil Checkpoints sind echt cool. Ja, auf der anderen Seite ist es ja auch gerade erst spannend, wenn man keine hat. Ja, aber dann fängst du ja von ganz vorne an, das ist ja Das macht ja den Nervenkitzel aus. Ui, was ja, aber ist denn hier? Es kauft ja immer jemand Zeit. Entweder kauft er mehr Zeit oder kauft weniger Zeit. Also spricht er die Zeit schneller oder langsamer? Ja, mehr Zeit ist ja nicht schlimm, aber weniger Zeit ist halt das Problem. Das macht wahrscheinlich immer der dann gerade gewonnen hat. Der dann keinen Bock hat, mehr auf uns zu warten. Tatsächlich. So, jetzt geht's relativ easy bisher los. Oh, Claudio, ja, du bist ja sogar vor mir. Ja gut, das ist ja kein Erfolgserlebnis. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Ey, die Karte ist aber cool. So, und jetzt bin ich direkt hinter Claudio.
Hast du das letzte Video eigentlich gesehen? Da warst, hast du ja gesagt, du warst vor mir und da habe ich geguckt, du warst wirklich vor mir. Also bei dir warst du vor mir und bei mir war ich halt auch vor dir. Also, ah, okay, dann hatten wir also beide recht. Ja, wir hatten beide recht. Okay, also ich bin jetzt gerade bei mir vor dir. Ich bin, du bist hinter mir. Dann haben wir jetzt genau denselben Fall. Nein! Das meine ich jetzt. Schau, du auch, oder? Wie? Und ich weiß, das war ein Schrein, René. Nein, das war kein Schrein. Hä, was machst du? Doch, René, das war ein Schrein. Und du bist auch bei derselben Stelle, glaube ich, oder eine danach runtergefallen. Ja, ich bin auf jeden Fall im hellgrünen Bereich runtergefallen. Im hellgrünen? Ich bin im dunkelgrünen. Nee, du bist im dunkelgrünen. Also, ja, okay, dunkelgrün. Ach so, ja. Ich bin fast derselbe Grünton. Genau. Also ungefähr in der Mitte bin ich runtergefallen. Ja, ich bin jetzt beim roten hingefallen. Okay. Ach, bitte kauf Checkpoints. Nee, ich glaube, da können wir lange warten. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. So, 5 Minuten haben wir jetzt noch. Das bedeutet, die Chance ist auf jeden Fall noch drin. Weißt du, was mir aber gerade auffällt bei mir? Nee. Ich lasse die W-Taste trotzdem irgendwie nicht los. Du? Ich auch nicht. Aber ich glaube, das macht auch Sinn, weil das Spiel ist, glaube ich, auch... Oh, was mache ich denn hier? Okay, doch, das geht. Das Spiel ist aber, glaube ich, auch darauf angelegt, dass man die ganze Zeit die W-Taste gedrückt hält. Ja, also war es eigentlich gar nicht so verkehrt, unsere letzte Challenge. Nee, so schlecht war die gar nicht. Also ich glaube, und falls ihr die letzte Challenge noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne auf unserem Kanal tun. Genau, schaut euch das gerne auf jeden Fall noch an. Und schreibt mal gerne rein, ob ihr das Spiel auch schon gespielt habt und wie ihr das findet, weil ich sag euch ehrlich, ich finde das Spiel sehr, sehr cool. Wieso falle ich da schon wieder runter? Jetzt könnt ihr Checkpoints wirklich gebrauchen. Okay, 4 Minuten haben wir noch. Jetzt muss ich mich aber echt ranhalten. Wo bist du? Ach, du bist ja auch gleich bei grün. Ich verstehe aber auch gar nicht, grün ist eigentlich gar nicht so schwierig, also da, wo du gleich bist, aber... Ja, man kalkuliert es halt falsch ein, den Sprung. Genau, trotzdem sind wir da jetzt alle runtergefallen. Und ich glaube, jetzt hat es auch noch keiner geschafft, oder? Nee. Und die meisten Leute sind ja auch gerade... Er ist auch runtergefallen, siehst du? Das freut mich natürlich. Das ist auf jeden Fall ein beruhigendes Gefühl, dass wir nicht die Einzigen sind. So, wir sind jetzt ungefähr bei einem Viertel von der gesamten Strecke. Ich bin runtergefallen. Ich war so weit, René. Du warst, ja, das war genau an derselben Stelle, wo ich auch runtergefallen bin. Weißt du, wo ich auch runtergefallen bin? Genau vor dem etwas dunkleren dunkelgrünen Ton. Also dunkleren Grünton, sorry. Ja. Da bin ich fast runter, also genau kurz davor bin ich runtergefallen. Aber ich hab, mir fällt gerade ein, das bringt mir ja gar nichts. Es gibt ja sowieso keinen Checkpoint. Nee, tatsächlich. Okay, das haben wir. Okay, jetzt bin ich gleich wieder bei dem dunkelgrünen Bereich. Das heißt, wir wissen jetzt gleich schon, was passieren wird. Ja. So, das heißt, jetzt im letzten Moment abspringen. Das ist da das Wichtigste. Okay, okay, okay. Ich sag dir, sobald du bei mir ankommst, also wo ich gerade war. Oh, ich habe einen Stuhl knirschen gehört. Was ja, das hast du richtig gehört. Aber keinen Schrei hast du gehört. Ja, das stimmt. Ey, diese dunkelgrüne Ebene, ne? Ich spreche laut, aber ich schreie nicht gerade. Diese dunkelgrüne Ebene, die ist echt... Die sieht so easy aus, aber die ist echt eklig. Vielleicht bringt's was, wenn wir da rauszoomen. Ich glaube nicht. Ich bin jetzt auch nochmal gespannt, ob man in der Zeit... Das sind jetzt zwar nur 3 Minuten, aber dafür nicht verdoppelt oder zeitlich schneller gemacht. Das heißt, vielleicht haben wir noch eine Chance. Zumindest will ich jetzt einmal die grüne Ebene schaffen. Vielleicht, Leute, liebe Zuschauer, schreibt's in die Kommentare, ob wir eventuell einfach beim nächsten Mal ein bisschen Geld aufladen und eventuell einfach Checkpoints kaufen und so weiter. Das könnte ja auch dann lustig werden. Also, dass wir einfach nicht cheaten, aber schon ein bisschen... Aber schon cheaten. Ja, nein, wir schaffen das bestimmt noch irgendwann mal ohne Checkpoints auch. Ich meine, es ist machbar, ne? Ich meine, wir stellen uns auch nicht so... Ja, es ist machbar, aber ich finde, von dem Schwierigkeitsgrad-Level ist es schon genau richtig. Es ist machbar, aber schwierig. Absolut, absolut. Das muss man schon sagen. Was? Was? Wieder, René? Bei der grünen Ebene? Wieder bei der grünen Ebene. Und jetzt bin ich gegen diesen leuchtenden Ring gelaufen. Zum ersten Mal heute. Ich dachte eigentlich, dass man da gar nicht runterfallen kann, aber scheinbar schon. So, jetzt kommt voller Fokus auf Claudio, weil 1 Minute und 30 und ich bin jetzt bei der grünen Ebene angekommen. Wieder mal. Oh, jetzt ist natürlich der Druck da. Alle gucken auf dich. Also fühl dich überhaupt nicht unter Druck gesetzt. René, wenn du redest, flieg ich immer runter. Rede einfach nicht. Dein Auge ist so stark, ne? Das ist so unfassbar. Das ist wirklich... Was da für ein Druck auf dich war, das war einfach zu groß. Du, auf dir lastet so viel Druck, Claudio. Du bist so weit vorne, Claudio. Du schaffst es, Claudio. Ich will mir dann in der Videoaufnahme anschauen, wie dein Auge so groß wird und sagst, ah, ja, das war richtig, Zwinker. Das hat sich einfach verdreifacht.
in der Zeit, weil das so groß war. Ich hab auch einfach angehalten, ich habe gar nicht mehr weitergespielt. Habe einfach nur an den Gedanken gedacht, dass du runterfällst. Ja, danke. Gerne. Ah, du bist auch soweit, ne? Oh, René! Kein Druck auf dir, nur noch 40 Sekunden. Ja, aber weißt du, was der Unterschied ist? Der Druck, der lässt mich ganz kalt. Das interessiert mich gar nicht. Wie oft hast du schon den Parcours heute geschafft? Ja, aber weißt du, was der Unterschied ist? Der Druck, der lässt mich ganz kalt. Ganz kalt, ganz kalt. Ja. Oh, oh, René, oh. Oh, ich höre nichts, René. Ich auch nicht. So, René. Aber ich würde sagen, wir kommen zum Abschluss, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, heute wird's noch nicht. Ich glaube, wir müssen das noch ein bisschen weiterspielen, damit wir so gut irgendwann sind, damit wir das gewinnen, oder? Ja, schreibt gerne in die Kommentare, wer von uns beiden die Challenge heute gewonnen hat. Also, ich würde sagen, ich würde mich auf ein Unentschieden einigen, oder? Was sagst du, René? Ich glaube auch. Also, wir wissen natürlich alle, ich habe eigentlich nicht geschrien, sondern nur geflüstert. Aber sagen wir mal, es war unentschieden. Damit kann ich gut leben. Okay, Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Schreibt gerne in die Kommentare, ob wir das eventuell noch einmal spielen sollen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau. Tschüss.